Sonnenstrahlen verursachen nicht notwendigerweise Hautkrebs. Eine Studie von Forschern der Leeds University aus dem Jahre 2009 ergab, dass ein höherer Vitamin-D-Spiegel mit besseren Überlebenschancen bei Hautkrebs einhergeht. Dass bei den meisten Menschen ein Vitamin-D-Mangel besteht, macht sie anfällig für viele Krankheiten und auch für Krebs. Der Vorteil höherer Sonnenstrahlung überwiegt bei Weitem die Nachteile, die ohnehin von neuesten Forschungsergebnissen in Frage gestellt werden. Also, Sonne ist nur gesund. Das war nur eine von hunderten, ja tausenden Studien, wissenschaftlichen Studien, die belegen, dass Sonne nur gesund ist. Solange wir hauttypengerecht und maßvoll sonnen, den Sonnenbrand vermeiden und unsere Augen schützen, ist Sonne für uns Leben. Wir sind hier auf Lanai. Ich gehe jetzt gleich ins Wasser, an den Strand und sage bis zum nächsten Mal. Ach so, und wenn Sie mehr Informationen zum Thema Sonne und der Blue Hawaii Kosmetik finden möchten, gehen Sie auf bluehawaii.de.